Alarm! Herzlich willkommen in einer weiteren Folge Project Zomboid. Wir machen uns heute auf den Weg nach Raven Creek und werden unterwegs noch eine Leiche bestatten. So zumindest der Plan. Warte mal, ich habe noch ganz kurz die Bremse, könnte ich noch deconstructen. Ja, dazu müssen wir das Auto noch ein bisschen mit. Ich will nicht das Wort Vorräte. Na doch, wir müssen das Auto auf jeden Fall mit Zeug vollpacken, das mal mitnehmen. Das bedeutet auf jeden Fall Werkzeug, ein bisschen Vorräte und ein bisschen Munition. Mal sehen, was so reingeht, ne? So, wie sieht's denn hier aus? Die kommt mit. Beste Schrotflinte, ja. Achso, das Auto wollte ich nochmal gucken. Genau, ich wollte auf jeden Fall noch eine Scheibe ersetzen. Na komm, Kfz-Mechanik, wo bist du? Da. Dazu nehmen wir die hier. So. Plopp. Und die bauen wir hier ein. So. Motorhaube ist in erstaunlich gutem Zustand. Gibt es denn. Insgesamt ist das Ding so ein bisschen. Meh. Meh. Könnte besser sein. Was ist mit den Lampen, die hier rumliegen? Sind die gut oder nicht? Also wenn ich jetzt sage, ich habe hier den Scheinwerfer. Oh Gott. Warum liegt das hier rum? Das ist Müll. So ein Scheiß. Unfassbar. So. Oh, hier piept's. Ist hier eine Lampe? Ja. Guck mal, da wird auch eine dabei sein, die gut ist. So. Kfz-Mechanik. So. Rechter Scheinwerfer. Ja, guck mal, die sind alle besser. So. Zack. Und hier machen wir auch einen schicken rein. Obwohl Rücklicht, naja, als Ersatzteilspender. So. Hintere linke Tür. Vordere linke Tür. Die könnte ich mal reparieren. Ging das nicht? Ja, genau. Mit Metallplatten und Lötkolben. Ah, ja. Für den Lötkolben, warte mal, der schwirrt hier rum, nehme ich an, wa? Genau, den müssen wir mal auffüllen. Make Incinerator. Aha. Ich glaube, da kann man Dinge drin vernichten. Brauchen wir aber nicht. Geht Cheatmittel? Nee, ich möchte den eigentlich auffüllen. Ja, schau mal, ich habe Propan dabei. Wie sind die? Oh Gott, wir nehmen den hier. Lötlampe nachfüllen, genau das. So. Und jetzt müsste ich hier die Türen reparieren können. Vordere rechte Tür. So, im Grund muss man die mal zweimal anklicken. Aber das sollte gehen. Ja, sehr schön. Gleich nochmal. 25, 43. Ich frage mich, warum das manchmal so seltsam ist. So. Hintere linke Tür. Auch noch. Einfach weil es geht. Sehr schön. Verbraucht das eine. Ich hinterfrag das mal nicht. Also normalerweise müsste es ja eigentlich die Metallplatte aufbrauchen und das tut es scheinbar nicht, oder? Nö. Ach so, ich habe scheinbar genug. Ja, okay, dann liegt das daran. Die Heckklappe. Oh, und den Kofferraum möchte ich unbedingt reparieren, weil dann passt mehr rein. Das ist die Idee. Oh, war ich gerade erschrocken. Der mich das Sprinten einfach hier levelt hat. So, die machen wir natürlich auch ganz. Ja, sehr gut. Kofferraum reparieren. Ja, passt schon. So. So, und auch fertig. So. Okay, das ist erstmal alles. Kann ich den auch reparieren? Ja. Das ist so aus dem Mod. Das geht normalerweise nicht, aber ich mag das nicht, wenn er so rote Was zum. Ich meine, klar, können wir machen, aber. Was ist das für eine Frechheit? 3%.
Wie oft kann ich das machen? Ach, guck mal, waren es 6%. Hängt das manchmal am Elektronik-Skill oder so? Waren es wieder 3%? Oh, ich mach das einfach mal. Ich meine, ich hab's ja. 3%. So. Ja, jetzt reicht's. Okay. Dann packe ich mal hier ein bisschen meine Ressourcen zurück. So. Das heißt, das kommt hier rein. So. Die Glühlampen kommen wieder hier rein. Die beiden kaputten Glühlampen, die ich ausgebaut habe, die müssten, wenn mich nicht alles. Genau, die schwirren hier rum. Das ist manchmal ganz gut, dass das Spiel das so automatisch ins Hauptinventar wirft, ohne dass man gefragt wird. Normalerweise ärgert mich das, aber in dem Fall ist es echt praktisch. So, nehme ich Nägel und Schrauben mit? Nö, die finden wir dort. Zeltherring brauche ich nicht. Fäden, Taschenlampe. Taschenlampe kann erstmal hier bleiben. Sorry. So. Passt schon. So, dann könnte ich mal überlegen. Wie sieht es mit Werkzeug aus? Was haben wir denn alles? Ein Wagenheber haben wir, einen Kreuzschlüssel haben wir, das ist gut. Rohrzange haben wir. Einen Schraubenschlüssel hätte ich gerne noch. Habe ich. Okay, dann habe ich. Ein Hammer, ja. Säge habe ich, ja. Brechstange ist dabei. Das. Ja, zwei Feuerzeuge, eine Schere ist dabei. Eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Den Vorschlaghammer nehmen wir natürlich mit. Logischerweise. So. Wollen wir eine Hantel mitnehmen? Boah. Dann ein bisschen Munition. Wir haben das Gewehr, was ich mitnehmen will. Das ist genau das. Ich weiß, dass es die Dinger hier lädt. Das sind 60 Schuss, das reicht ein bisschen. Da können wir ein bisschen Remi-Demi machen. Nicht viel, aber wollen wir noch sowas mitnehmen? Habe ich halt gar keine Munition. Ach komm, das hier, kann ich erstmal hier bleiben. So. Will ich irgendwelche spezielle Kleidung mitnehmen? Die Schlüssel nehme ich natürlich mit. Eine schicke Handfeuerwaffe, ne? So eine Desert Eagle. Hatte ich nicht mal einen Mod, der mir auch den Schaden von dem Kram angezeigt hat? Ist das hier mit? Na, ist egal. Kümmere ich mich später drum. Wir sind ja bei Let's Play und nicht Let's Forge. Ich möchte noch mitnehmen. Jo. Unbedingt ein Katana. Ja, komm mit. Noch eine Machete. Jo. Die nehmen wir mit. No, der Rest kann hier bleiben. Noch eine Feueraxt. Ja, die ist leider ein bisschen kaputt hier. So. Ach, guck mal. Guck mal, guck mal. So. Spaten. Nehme ich mit. Wir wollten ja ein bisschen Farming machen, ja. Das ist ja gar nicht so dumm. So. Mal kurz ins Auto. Ach, guck mal, da ist sogar ein bisschen Ersatzzeug drin. Naja, warum nicht? Packen wir es mal jetzt hier rein. 89 ist der Kofferraum. Gar nicht so schlecht. Spur mal ein bisschen vor. Ne? Hungrig ist er. Ja, ist nicht weiter schlimm. So, Benzinkanister leer. Nehmen wir mal einen mit. Haben wir auch noch irgendwo einen vollen zufällig? Sollte man immer dabei haben. Prinzip wäre es sogar noch schlau, einen Generator da reinzuschmeißen. Für den Fall, dass wir an der Tankstelle vorbeikommen. Ich guck mal, ob ich noch irgendwo ihn rumliegen steht. Ob noch irgendwo einer rumliegt. So rum. Das kommt mit. Die Gießkanne. Will ich die mitnehmen? Ja, warum nicht? Wir wollten ja farmen. So, jetzt mal zumachen. Grill. Ne, das wird dort improvisiert. Rucksack, ist da was drin? Nö. Ich nehme mit. Muss ja nicht sinnlos rumgammeln, ne? So. Zack. Und was gibt's noch? Schauen wir mal im Obergeschoss. Irgendwelche interessante Kleidung.
Ich wüsste jetzt nicht, ob ich hier was brauche. Ich meine, es ist schön, dass wir das haben. Aber das kann wegen mir erstmal hier bleiben. Nee, warte mal, ich dachte, das wäre ein Lederhandschuh. Ja, ach komm, das bleibt hier, passt schon. So. Dann Medikamente. Das sollte ich mir auf jeden Fall überlegen, ob ich da ein bisschen was mitnehme, ne? Gib noch mal ein paar Bandagen. Ja, Bein will. Ich erinnere mich da an Dinge. Die kommen mit. Vitamine kommen mit. Ja, wir müssen ja auf alles vorbereitet sein, ne? Wie viel sind denn das? Stapelgewicht, das sind, was sind das, 46 Stück oder was? Alter. Zwei. Das kommt mit. Yeah. Ja, aufs Schlimmste vorbereitet, ne? Ich hoffe, wir brauchen es nicht. So. Kommt noch ein Plüschtier mit? Ein Spiffo. Den könnte ich mir einen Rucksack bammeln, wenn ich einen Karabiner hätte. Na, überlege ich mir noch. So. Ach ja, genau. Propangas. Eieiei. Warte mal, ist der noch voll? Ja, dann kommt er mit. So. Der kommt auch mit. Weil sonst im Weg rumsteht. Ist hier was drin? Nö. So. Befüll mal die Kantine. Kantine. Warum sage ich eigentlich Kantine? Ne? Das ist eine blöde Feldflasche. Okay. Das Essen kann im Prinzip hier bleiben. Wir haben auch nichts, was hier verderben kann, soweit ich weiß. Wir holen uns einfach noch mal ein Müsli rein. So. Ich würde sagen, wir machen, was jeder rationell denkende Erwachsene tun würde in der Situation und nehmen einfach alle Süßigkeiten mit. Und den Kaffee. Genau. Das ist doch ein Plan. So. Und den Mob? Nee. ich würde auch, glaube ich, noch die Bohnen mitnehmen. Einfach für alle Fälle. So. Ah, das sieht ja gut aus. So. Dann fahre ich los und wundere mich unterwegs, ob ich einen Herd angelassen habe. Das ist doch ein guter Plan. So, das Fließband, Laufband. Der Tier. Hier ist noch Molly, der Maulwurf. Bisschen Krempel. Ah, oh, komm, den Fuchs nehmen wir auch mit. Der sitzt sonst hier so alleine auf der Couch. Bücher? Brauche ich nicht, oder? Wir finden neue Lernbücher. Ah, nochmal ein bisschen eine Challenge dort. Schere, Pinsel, Nägel. Komm. So. Ich erinnere mich da an Dinge. Ja, das kann hier bleiben. Dann gehe ich jetzt hier hoch und mache den Generator aus, würde ich sagen. Ja, der wäre sowieso bald ausgegangen, aber man muss ja nicht. Ist im Kühlschrank noch irgendwas? Scheiße. Steak gekocht. Messe ich denn sowas nicht? Ja, das kommt mit. Schon war ich doch ein bisschen Farming gemacht und es total vergessen. Ah ja, dann ist das so. Verrotteter Kohlkopf. Kochtopf nehmen wir auch mit. Ja. War ich den verrotteten Kochtopf mit? Ich weiß es nicht. Gut, ich denke mal, ich wäre soweit.
Ich habe bestimmt irgendwas Wichtiges vergessen. Ja, aber das hört dann auch dazu. Oggi, ich muss nochmal hoch. Ich muss Oggi holen. Die verderbliche Nahrung lasse ich auch bewusst in meinem Rucksack. Weil dann ist es die, die ich zuerst verbrauche. Ah ja, und ein bisschen Propangas nehme ich natürlich. Obwohl. Ach, das muss reichen. Das muss reichen. Ich meine, wir haben einen scheiß industriellen Propangastank dabei. So. Oggi kommt mit. Lass mal nicht hier zurück. So, normalerweise soll man ja früh aufbrechen, damit man nicht in den Stau kommt. Ich glaube aber, das ist unsere geringste Sorge auf dem Weg. Doch, hier noch. Ich kann mal ein bisschen da. So. Okay, hoffen wir mal, dass die Zombies hier nicht zu sehr die Basis zerlegen, während wir weg sind. Oder dass das Gemüse zu sehr wächst. Das sehen wir dann alles, wenn wir wieder da sind. Gut, dann schaue ich noch mal kurz auf die Map. Jetzt habe ich natürlich keinen Generator bei. Ich habe aber vielleicht eine Ahnung, wo ich noch einen aufsammeln könnte. Nochmal den Umweg. Wie fahre ich denn jetzt am schlausten? Sagen wir hier einfach die Park Avenue runter. Dort an dem Supermarkt vorbei und dann. Ja. Ja, so machen wir das. Diesmal auch nur mit Stopp zum Nötigsten. Also ich werde jetzt hier keine Mini-Mall clearen oder irgendwelchen Unsinn, sondern wir machen wirklich nur die nötigsten Stopps. So, Basis. Erstmal hier hoch und sammeln einen etwaigen zweiten Generator ein. Den werde ich nicht an der Tankstelle mopsen, aber ich habe den Verdacht, dass hier irgendwo auf dem Parkplatz von dem Finnegan-Gebäude. Ja, genau, da stand noch einer. Den nehme ich mit. Oh, die Bremsen gehen immer noch nicht gut bei dem Teil. Nee. So. Oh, guten Tag. Hallo. Ich habe einen Generator in der Hand, ich kann nicht kämpfen. Na sag mal, wenn ich es nicht wüsste, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, hier sind Zombies. Also, irgendwer hat hier schlecht aufgeräumt. So, und den können wir ja hier schön auf den Rücksitz packen, soweit ich weiß. Genau, das geht. Einzelne Items, die so schwer sind, kann man da auf die Rücksitze packen. Oder ihr könnt die auch auf den Beifahrersitz packen, aber das wäre dumm. Das meine ich. Jetzt gucken wir nochmal. So viel Wäsche, die ich noch nicht zerlegt habe, ne? Ah, das ist ja irgendwas für Zukunft zu tun. Vielleicht soll ich mir eine Notiz auf die Karte machen. Das Ausrufezeichen ist auch genau an der richtigen Stelle da. Sehr gut. So. Gut. Dann haben wir alles. Auf geht's. Ich fahre heute mal mit Tempomat. Keine Lust, irgendwo gegen zu crashen. Fahren hier gemütlich mit 35 km/h. Und eigentlich müsste ich diese Horde dort noch wenigstens wegmachen. Na los, komm. So. Ah, nur weil die so nah an meiner Base ist. Und ich das nicht mag. Ist doch immer erstaunlich, dass man so trotz abgestellten Respawn immer wieder neue Freude findet hier. Oder Freunde? Hm? Solche Freunde hat braucht keine Feinde. So. Okay. Naja, dann machen wir das einfach mal.
Ich sage halt, bevor sie mir die Wände wegknabbern, ist mir das lieber, ich mache das so. So. Noch einer. Okay. Hallo. Hier drüben. Was hupe ich denn, wenn ihr dann alle in die falsche Richtung rennt? Seid ihr doof? Oh, oh. Alter, wie viel? Ich werde wieder schwitzige Hände, ja. Hey, was ist denn hier los, sag mal? Zum Glück habe ich den Flinkstart schon mittlerweile so hoch, dass es recht einfach ist. Ich werde mir jetzt auch nicht die Mühe machen und da in jeden Kadaver reinschauen. Das ist jetzt nicht Sinn der Sache. Ich wollte bloß... Oh, eigentlich wollte ich ja bloß ein bisschen Ordnung. So. Ja, wie das weitergeht. Ich muss gleich die nächste Axt aus dem Kofferraum schnappen. So. Jetzt schauen wir nochmal. Da ist jetzt keiner dran, oder? Doch. Das ist nämlich genau das Problem, was ich mit euch habe. Ihr seid so unhöflich. Ihr macht alles kaputt. Das war jetzt keiner, ne? Gut. So. Wo jetzt hier? Da ist aber auch keiner, oder? Nee. Gut. So, jetzt aber. Oh Gott. Aber gerade wieder der Klassiker. Der berüchtigte Luftschlag. So. Okay. Stellt euch auf eine lange Folge ein. Sag mal, warum ich eigentlich den Partyhut auf? Ich hatte doch mal so eine Weihnachtsmütze. wo schwirrten die schon wieder rum? Da hätten wir die vom Kopf gehauen. Alter. Die sind doch gerade gespawnt. Kannst mir nicht erzählen, dass die hier schon waren die ganze Zeit. Hä? Wollt ihr mich rollen? Ey, Leute. Warte mal, warte mal, warte mal. Also so mal gar nicht. So mal gar nicht, Leute. Mal her. Alter. Scheiße, was habe ich angestellt? Ich muss die mal kurz vom Auto weglocken. Dann hole ich mir mal die Schrotflinte aus dem Kofferraum. Sag mal, wie kann denn von da einer kommen? Achso, ich bin außer Puste hier. Deswegen habe ich so schlecht. Ja, wir machen mal den Klassiker und gehen ganz normal weg. Das ist hier ein bisschen... sich einkriegt. Obwohl, jetzt könnte ich schnell zum Auto. Ah, shit. Komm mal her. Ah, zu spät. Oh Gott. Ja, dann machen wir halt eine Runde um den Block mit denen. Es nutzt ja nichts.
Ich rufe die auch alle mal schön zusammen. Ich möchte mal wissen, warum die sich hier neu verteilt haben, so krass. Weil irgendwie, also, ist doch seltsam. Man kann es mir nicht erzählen, dass das normales Zombie-Verhalten ist. Also, einen Respawn können wir ausschließen. Definitiv. Davon wüsste ich. Aber. Ja, die sind ja nicht ohne Grund da, ne? Also. Das ist halt dieses Migrationsverhalten von denen. Naja. Naja. Das kriegen wir schon alles hin. Kühlen Kopf bewahren. Kommt mal ran. Alter. So. Ich fahre jetzt noch ein bisschen rum, bis meine Ausdauer wieder da oben ist. Gucken wir mal. Und derweil können wir die ruhig noch ein bisschen anlocken. Ja. Soll sich auch lohnen, ne? Wenn wir hier schon wegfahren, dann können wir ja auch ein bisschen Blut zurücklassen. Alter. Ey, hier habe ich überall schon aufgeräumt gehabt. Oh Gott. Also. Ganz vorsichtig hier, Mick. Ich habe das Auto nicht umsonst repariert. Jetzt fahre ich natürlich hier in ein Gebiet, wo ich noch gar nicht aufgeräumt habe. Ja, komm, scheiß drauf. Also, ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwie mal kurz anhalte und die Schrotflinte aus dem Kofferraum hole und dann noch ein bisschen aufräume. Aber das nimmt hier kein Ende, wenn ich das mache. Wir fahren jetzt erstmal weg und ich hoffe, ich habe den Großteil der Zombies von der Basis weggelockt. Auch wenn ich es ein bisschen bezweifle. Ich habe ja den Verdacht, ich habe es verschlimmert. Ja gut, aber das ist ja vielleicht auch ganz neckisch, wenn wir danach Ravenkrieg wieder hier zurückkommen. Und erstmal die Basis neu aufräumen müssen. Werden wir dann sehen. Das ist auf jeden Fall nichts, was sie reinlockt. Also der Generator ist aus und damit auch sämtliche Geräuschquellen. So dass wir eigentlich ja, da relativ auf der sicheren Seite sind. Ja. Also. Wir wollen noch jemanden bestatten. Mal sehen, ob wir das noch schaffen. Oder ob das ohne die Hose geht. Straßen sind unsicher geworden. Ja, das macht nichts. Keep resting. Oh. Ich versuche mal auch so wenig Motorhaubenopfer wie möglich zu haben. Sagte er und fuhr über einen Zombie. Wir können ja uns irgendwo eine intakte Motorhaube von einem anderen Auto mopsen. Sollte man dann vielleicht auch alsbald möglich. Ja, wenn es weitergeht.
finde das so geil, wie diese Spielewelt so langsam verfällt, ne? Wie überall Gras auf den Straßen wächst und dieses Fußballfeld da rechts zum Beispiel, wie das zugewuchert ist. Und jetzt wachsen hier schon überall Bäume und so. Das ist schon einfach geil. Also das mit eigentlich der neckischste Aspekt an diesem Spiel, also dass diese Spielewelt halt zunehmend ja, sich weiterentwickelt und erodiert. Also klar, die Löcher in den Straßen machen nicht ganz so viel Sinn. Ich verstehe das schon, dass man das macht, ne? Einfach für die Atmosphäre. Aber normalerweise geht eine Straße nur dann kaputt, wenn da Frost ist und Autos drüber fahren. Und also ich denke mal so, die Asphaltstraßen, die wir als Menschheit hinterlassen haben, die würden noch eine ganze Weile so bleiben, wie sie sind. Bevor sie verfallen. Wo bin ich jetzt eigentlich hier? Ach ja, hier. Okay. Ich hätte mal rechts abbiegen sollen, wa? Ja, macht er jetzt hier. Ist das hier unten diese Mega? Mini-Mega-Mall? Nee, das ist irgendwas anderes. Ach, doch, ist ein Gigamart. Guck mal. Das hier ist die Mall. Hör mal. Ja. Wie sieht der Sprit aus? Ja, ach, alles gut. Alles gut. Bin bloß gerade am Überlegen, wie ich. Ja. So ganz gefällt mir der Zustand hier gerade nicht. Sieht aus, als hätte hier irgendwann mal ganz viel Blut vergossen. Wir werden vielleicht uns mal vorsichtig hier hinschleichen. Ja. Ich weiß, dass man da oben relativ sicher drin übernachten kann, weil ich das schon ein paar Mal gemacht habe. Und ich denke mal, das werde ich jetzt tun. Zündschlüssel raus. So. Und wir müssen uns jetzt zwangsweise hier noch ein bisschen um die Bevölkerung kümmern, weil die uns sonst ins Nachtquartier folgt. Und das will ich nicht. So. Wie ist eigentlich mein Schleichen? Bin ich mittlerweile gut im Schleichen oder eher schlecht? Oh Gott. Das ist ja richtig schlecht eigentlich. Na gut. Haben wir denn was Interessantes? Eine Schere. Ein bisschen Kreolenkram und so. Musik ist noch so hektisch. Was ist hier los? Okay, kurze Regel für die Reise. Ich nehme nur das Nötigste mit. Das heißt, ich werde auf das Schmucksammeln verzichten, bis wir in Raven Creek sind. Wir müssen schließlich ein bisschen haushalten. Habe ich was zu essen mit? Ja. Ah ja, richtig. Ja, komm, dann machen wir uns einen Salat zum Abendbrot. So. Und dann legen wir uns hin, würde ich sagen. Machen Salat aus Gemüse. Kartoffeln. So. Ich glaube, man konnte zweimal jede Zutat reinmachen, ohne dass es einen Nachteil hatte, ne? Also sprich Karotten. Und ich sollte vielleicht unbedingt den Kohl, der schon vergammelt war. Kannst du mir nicht erzählen, ey. Ich nehme halt den Brokkoli. Ich glaube, die Tomaten sind auch schnell weg. Ja, essen. Ja, schon total verrottet. Egal. Hau ich direkt raus. Hätte ich in den Kompost hauen sollen. Naja, ist wie es ist. So. Die Erdbeeren werden wahrscheinlich auch nicht mal ewig halten. Okay, dann schlafen wir einfach jetzt mal. Ja. Ist ein bisschen kühl. Ah, Uhrzeit ist perfekt. Und dann kann die Reise weitergehen. Wie ging das Licht an bei dem Ding? Das F? Ah, F war's. Oh, guten Tag. Ich habe leider keine Zeit heute für Sie. Tut mir leid. So, wir fahren mit 25 km/h.
Und ich folge einfach der Straße. Ich glaube, da komme ich dann schon an die richtigen Stellen an. Wir müssen noch durch den Militärcheckpoint. Und dann müssen wir an der richtigen Stelle abbiegen, um den Leichnam zu finden. Habe ich mir überhaupt schon einen Kopf gemacht, wo ich den bestatte? Was ich dem aufs Grab stelle? Wieder total planlos. Fahren wir hier mal runter? Oh, hier ist eine Tankstelle, guck mal. Ah, wir haben noch Sprit und einen Ersatzkanister. Alles gut. Ich mag das voll hier so durch die Straßen zu fahren und überall tauchen so aus der Dunkelheit die Zombies auf. Das fühlt sich halt so richtig schön apokalyptisch an. Die Musik ist leider ein bisschen hektisch, aber sonst. Wir sind ja nicht wirklich in Gefahr. Also wenn ich jetzt nicht einen groben Schnitzer mache, dann ist das ja total gechillt. Stell dir mal vor, wenn man das hier in Zukunft vielleicht irgendwann mal leer hat, alles. Wäre es möglich? Geht mal weg. Vorsichtig, bitte weg aus dem Weg. Ja, danke. Vielen Dank. Tschüss. Habe ich jetzt keine andere Möglichkeit gesehen, als mich da vorsichtig langsam durchzuquetschen. Ich hoffe, es hat nicht zu viel Schaden verursacht. Aber die Lampen sind noch ganz, das ist ein gutes Zeichen. So, jetzt sind wir hier an der Hauptstraße. Glaube ich. Ich fahre hier mal rechts. Ich kann mal ganz kurz auf die Map gucken, dann weiß ich mehr. Ja, ich bin richtig. Was man natürlich mal aus Jux machen könnte, wäre hier unten irgendwo lang. Also hier gibt es irgendwo so einen Weg raus. Die Stadt ist ja militärisch abgeschirmt. Mit so einem Zaun. Aber es gibt noch einen zweiten Weg raus, der nicht am Militärpunkt Checkpoint vorbeiführt. Ich weiß aber leider nicht, wo ich da rein muss. Von daher mache ich das jetzt nicht. Aber wäre interessant, vielleicht mal in Zukunft das zu machen. Das ist quasi der Weg, den man nehmen kann, wenn man nicht durch diese Tore dort will. Obwohl, ich glaube, diese Tore sind immer offen. Also ist es eigentlich jederzeit möglich, da lang zu kommen. Ja, man kann auch den Schienen folgen, aber die sind dann irgendwann verbarrikadiert, glaube ich. Hier fahren wir mal dran vorbei. Guten Tag. So, ich muss das Licht eigentlich auch wieder ausmachen. Und dann sind wir schon am Autobahnkreuz. Der Percy Haskins mal ein ziemliches Massaker gemacht hat. Ich wette, das spielt überhaupt keine Rolle, genau, weil wieder genau alle hier hin migriert sind. Ja, ihr mich auch. Ganz viel Kanonenfutter, was hier rumläuft. Ah, ist schon gut, dass ich die Fundrate für die Munition ein bisschen hochgedreht habe. Dann können wir in Zukunft vielleicht hier mal ein bisschen aufräumen. Ich glaube, hier oben fahren wir gerade an einem Krankenhaus vorbei. Dort. Ja. Ist auch ein interessantes Gebäude, aber man möchte auch nicht zu dicht dran, wenn man nicht gut vorbereitet ist. Ne? Da sind auch, naja, eine Handvoll Zombies ist da auch drin. Ne? 2 oder 3. Vielleicht sogar 10.000. Auf jeden Fall mehr als mir lieb ist gerade. Na, fahren wir ein bisschen schneller hier. Ups, plopp, plopp. So. Da ist immer ein Militär-Checkpoint. Könnt ihr euch erinnern? Folge 7 oder was das war? Oder 17? Ich weiß gar nicht. Ich hier mit dem Charakter, der viel zu schwach war, lang bin. Oh, hier hätte man auch einen Generator mitnehmen können. Ich weiß nicht, ob sie mich fast gefressen hätten. Weil die Fitness überhaupt nicht gereicht hat für alles. Das war auch Percy Haskins, ne? Genau. Ja, krass. Das waren Zeiten. Heute alles ein bisschen entspannter.
Weiß auch gar nicht, ob ich die Dinger hier schon leer gelootet habe. Ich glaube, hier war eine ganze Menge an Militärloot drin. Wollen wir mal gucken? Wir gucken mal, hä? Wo wir hier immer sind. Ich habe ja einen Vorschlaghammer mit. Eine Axt. Das hatte ich damals mit Percy Haskins nicht. Und ich glaube, ich habe mich auch geweigert, das mitzunehmen, weil wir dann schon direkt ein bisschen OP gewesen wären. Ja? Komm, wir machen mal offen. Sehen wir gleich, was hier drin ist. So. Jo. Läuft. Mit dem Charakter habe ich jetzt mal keine Skrupel, das zu machen. Moment. Nimm die mal. So. Das Zeug drin, scheiße. So. Schauen wir mal hier rein. Naja, gut. Geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Also ich bin zufrieden. Militärstiefel. Was habe ich denn gerade an? Oh, oh. Rucksack. Oh, da war was drin. Moment, was ist da drin? Chips. Gib. So, was habe ich denn gerade an für Stiefel? Schicke? Oder nicht so? Ja, passt schon. So, gucken wir mal hier so. Ich glaube, hier in den Kisten ist nie was drin. Ja, weil da irgendwie die Loot-Tabellen nicht eingestellt worden sind. Oh. Naja, gut, hier war ich schon mal. Kann man ein bisschen was mitnehmen. Das ist ein bisschen Multiplayer-Server-Phänomen. Ne? Man kommt irgendwie hin und steht fest, oh, da hat schon immer alles gelootet. Aber ja, so ist es halt. Das ist Apokalypse. Da kann nicht überall alles sein. Ich meine, klar, ich weiß ja, wo es ist. Ich könnte auch an dem Waypoint anhalten und mal schauen, aber... Das wäre langweilig. Ich meine, wir kommen da eh vorbei. Wir kommen da eh vorbei. Andererseits, die Schrotmunition, die ich jetzt gerade gefunden habe, die reicht auch schon wieder eine Weile. Boah, verrottete Radieschen. Ich guck nur mal, Ist bestimmt Zeug drin, genau wie ich das will. Dann kann ich das... So. Ich guck auch noch mal hier in die Zelte rein. Ich glaube, hier ist auch nichts. Aber ich... Oh, doch. Oh, doch. Ja, hier sind auch noch die alten Loot-Tabellen aktiv. Das ist quasi alles damals mit Percy Haskins schon hier gespawnt. Deswegen ist hier so viel drin. Aber ich habe jetzt überhaupt kein schlechtes Gewissen, weil das war damals so und wir profitieren jetzt einfach mal davon. So... Sonst aus. Oh, das ist eine scheiß Minigun, echt. Ich glaube, ich spinne. Alter, was? 79, so eine Schachtel. Ja, warte mal. Ist ein bisschen übertrieben gerade. Der Kanister für die Minigun. Was tanken die? Die tankt diese BMG-Munition, ne? Ich nehme mal 9mm nur mit. Ja. Alter. Ja, okay. Erdbeersaat gut und so. Sehr schön. Da muss ich mir auf der Karte. Ja. Also ich bin gerade ein bisschen glücklich, auch wenn ich das irgendwie nicht mitkriege. Also das, ich habe zwar noch Platz auf meinen Sitzen im Auto oder so, aber ja, wir müssen ein bisschen aushalten. Hilft ja nichts. Was, warte mal, was ist das? Radio Manpack. Ach, das ist ein Rucksack, ja. Ja, okay.
Okay, also hier ist definitiv noch Zeug. Ich werfe überall mal kurz einen Blick rein noch, aber ich glaube, das ist noch was looten werde, was nicht richtig gut ist. Sowas zum Beispiel. Und ja, davon noch ein Double Stick Magazin hacken oder sowas, das wäre natürlich nice. Armeemantel. Schalldämpfer für eine. Ah, ich habe ja gesagt, Schalldämpfer mache ich nicht. Das ist was für Babys. Daran halte ich mich auch. Also, nee, um Himmels Willen, ich will jetzt hier auch niemanden. Oh, scheiße, fucking Granatenwerfer. Will niemanden beleidigen oder so. Also, wenn er mit Schalldämpfer spielt, macht das ruhig. Ist ja jedem selbst überlassen. Nur für mich ist es zu langweilig. Also, dann machst du halt. Die Zombies kriegen dich dann gar nicht mehr mit. Und das macht das Spiel im Endeffekt zu einem Spaziergang. Das brauchen wir auch nicht. Ein bisschen Spannung muss ja trotzdem bleiben. So, das kommt mit. Raketen, krass. Wollen wir mal. Komm, komm. So, nehmen wir auch mit. 6 Kilo haben wir noch Platz. Das hätte ich mir eigentlich schon beim Losfahren überlegen können. Dass ich an dem Checkpoint nochmal ordentlich Ressourcen finden werde. Und mir ein bisschen Platz dafür lassen. Naja, was ist, wie es ist. Ich finde das eigentlich gut so, da haben wir hier immer noch mal was zu holen. Hier waren wir bestimmt nicht das letzte Mal. Ist das hier für die M16? Ich nehme das mal mit. So, so. Mal ein bisschen damit rumspielen. Immer noch 3 Kilo Platz. So ein Radio Man Pack. Tactical Moll. Aha, was auch immer. So. Und ja, die nehme ich auch mit. Sollten mal ein bisschen mehr mit Waffen spielen. Also ich glaube, der Charakter hat ja auch alles bis auf Feuerwaffen. Ist ja irgendwie ja das ist nicht gut. Ja, obwohl es geht. Zwar hat schon schlimmer. So, geh mal weg. Gut. So. Dann überlege ich mir gerade noch, wie ich jetzt hier vorgehe. Wir wollen ja gleich noch jemanden bestatten. Schaffe ich das die Folge noch? Ja, 10 Minuten Zeit. Naja, vielleicht machen wir die Bestattung noch nächste Folge, aber auf jeden Fall möchte ich da ein bisschen aufräumen. So, dafür nehme ich das Ding. Okay, ich habe potenziell 128 Schuss. Er lädt die bloß nicht nach, weil ihm das Magazin fehlt. Echt. Ich bin wieder schlau, ne? Ist das der Grund? Benötigt Magazin, um zu funktionieren. Jo. Jo. Gut. Dann würde ich sagen, ich durchsuche jetzt noch mal ein bisschen den Militär-Checkpoint in der Hoffnung, ein scheiß Magazin für das Ding zu finden. Müsste ein 12G-Magazin sein. Warte mal, gucken wir mal hier drüben. Ich glaube, in den Zelten ist eher eine Chance. Vielleicht auch hier in den Dingern. Gucken gleich. Also, wenn es irgendwo ein Magazin gibt, dann ja, hier. Ja, guck mal, die hat keine Loot-Tabelle. Diese Zelte bin ich ein bisschen. Naja, mit denen halt ein bisschen schlechte Erfahrung. Ich wollte schon mal hier bissen, als ich da drin war, weil hier die Zombies, wo die angewohnt haben, drin zu lauern. So. Ja, wisst, was ich meine. Hausschlüssel fürs Zelt. Kannst behalten. So. Ansonsten. Wenn alle Stricke reißen, dann werde ich einfach mal bei Percy Haskins in der Basis anhalten und mir da ein 12G-Magazin mopsen, das garantiert irgendwo ins. Ich bin auch selten doof. Das ist alles mitnehmen außer das Magazin. Aber dann ist das so. Man kann hier zumachen, cool. Boonie-Head.
Na du? Bitte fallen Sie um. So ähnlich. Der Stiefel. Ja, okay, dann wird die Beerdigung erst in der nächsten Folge stattfinden. So viel ist schon mal klar. Wenn es nicht zu meiner eigenen Beerdigung führt, was ich hier treibe. Ich hoffe nicht. Farbe rosa. Sowas darf in keinem Militärcamp fehlen. Auch interessant. Möchte ich haben. Okay, raus hier. Gucken wir mal hier oben rein. 5,56. Wieder ein Schalldämpfer. Ich wette, das ist einer, über den ich schon mal gerantet habe, als ich hier war. Warum finde ich immer nur die blöden Magazine? ACP-Magazin. Ich suche ein 12G-Magazin. Okay. Dann klitzekleine Planänderung. Also hier gehen wir nochmal durch, aber... Alter, Halfter. Nix. Nix. Noch ein Suppressor. Armeemantel, Gehörschutz. Ja. Nix. Jagdmesser. Ja. Und nix. Zwei Zettel haben wir noch. Du wirst doch kein Magazin dabei haben, oder? Ne. Hilft da. Nix. Nix. Nö. Nö. Das ist auch interessant. Nehme ich mal mit. Weil ich gerade nicht weiß, ob ich es brauche. Und nix. Okay. Dann haben wir noch ein Zelt. Wieso ist in jedem Zelt exakt ein Zombie? So was. Dann fällt er nicht mal um. Antidepressiva. Das ist aber nett. Die nehme ich. Aber ist ja nie. Ich habe bestimmt auch. Also, ich weiß, dass ich Kisten übersehen habe. Ne? Braucht ihr nicht in die Kommentare schreiben. Und garantiert ist dann genau in einer von den übersehenen Kisten das 12G-Magazin drin. Aber dann ist das so. Was soll ich sagen? Das gehört auch zum Spiel. Gürtel, okay. Und leer. Gibt's noch mehr Zelte, wo was? Ich meine, da könnte man noch mal gucken. Das ist, glaube ich, eine Krankenstation. Huch, wollte hier gar nicht rein. Lass den Interface. Spring. Wir gucken mal hier rein. Ich meine, das können wir auch mal durchsuchen, aber ich glaube, die sind auch ohne Loot-Tabellen. Ja, natürlich. Chips. Hau rein. So, Schwamm können wir auch essen. Weil ich von dem Mod erzählt, der macht, dass man Radiergummis essen kann. Warum auch immer. Ja, okay. Also hätte mich gewundert, wenn hier drin was gewesen wäre. So, wir gucken mal da rein. Wie gesagt, ich traue solchen Dinger nicht, wegen den Loot-Tabellen, aber jetzt was stirbt, ist die Hoffnung, sagt man immer. Da hat man reingeguckt und die werden auch leer sein, aber ja, sind leer.
das Zeltchen. Na du? Moment, ich werde gerufen. So, naja, der Klassiker. Man macht eine Aufnahme und wird unterbrochen. Jetzt mache ich noch den Zombie hier platt. Oh Gott. So. Und ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ach, guck mal, Schrotpatronen. Ja, die würden mir viel nutzen, wenn ich ein Magazin hätte. Hier war nix. Guck mal nochmal da rein, ja. Vielleicht sollte ich auch nicht so viel rumflitzen hier. Sind auch total überladen eigentlich. Okay, ist nix. Reinschauen. Okay, militärischer Loot. Plus Aktenschränke. War abgeschlossen. Na. Okay, also so kommen wir hier nicht weiter. Ich könnte jetzt nochmal da durchwühlen mich. Mach ich das? Na los, dann machen wir wieder ein bisschen Überlänge. Ich werde mal ganz kurz noch schauen, ob ich hier noch ein bisschen Zeug in den Kofferraum schmeißen kann. Quetschen kann. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich versuch's trotzdem. Sowas hier zum Beispiel. Und sowas. Achso, die sind eh kaputt. So, dann sind wir schon mal nicht überladen. Dann mache ich jetzt einfach einen Salat. Ah, ich weiß nicht. Kurz einen Schluck trinken hier. Solange wieder so wenig Zombies sind, alles gut. Dass die in den Rücken fallen. Jetzt scheitert das ja echt an dem 12G-Magazin, ne? Die Dinger, die ich sonst immer liegen lasse, weil ist viel zu viel, brauchst du nicht. Liegt bloß rum. Tja, aber so kann es kommen. Okidoki. Klar. Hä, warum ist denn der leer? Ich muss noch zu meiner Schande stehen. Ich habe erst einmal im Spiel eine Rakete abbefeuert und bin dabei selber drauf gegangen. Da habe ich einen großen Respekt vor den Dingern. Aber eigentlich sind die wahrscheinlich sehr nützlich und effektiv, wenn man sie richtig einsetzt. Ja. Also, die Frage ist jetzt nur, ich habe das alles schon durchsucht hier, scheiße. Wo kriegen wir ein 12G-Magazin her? Also falls man jetzt hier oben in den Kisten dort, unter dem Schirm, da, falls man da keins finden, dann mache ich einfach weiter hoch. Ja, das ist jetzt mein letzter Strohhalm, an dem ich mich noch klammere. Ja, ich muss auch mal die Folge wieder beenden. Das wird schon wieder Spaß, hier den Mist zusammenzuschneiden. Da drin könnte noch was sein. Komm mit hier. So. Aufheben. So. Und absetzen. Ja, guck mal hier. Gucken wir mal. Gold Rifle. NATO. Wenn hier eine Schrotflinte drin wäre, dann könnte man die ja auch theoretisch um ihr Magazin erleichtern. Aber das ist ja leider nicht der Fall. Ja.
Ist nicht der Fall. Das wiederum führt dazu, dass ich jetzt eigentlich sagen muss, Magazinsuche gescheitert. Guck mal hier rein nochmal. Gut, gut. Ach, nicht vorwerfen lassen, dass ich nicht alles versucht hätte. Oh, bin total kaputt. Ich weiß, es ist keine gute Idee in dem Zustand, wie ich bin. Aber oh, der fällt schon irgendwann um. Lieber so. Als anders. Ja. Ja, zurück ins Auto. Ich gucke jetzt nochmal in das Zelt hier. Armeehose und ja, ein bisschen Ammokanister. Gut, gut. Ja, dann holen wir bei Passier, jetzt geht's in der Basis. Und die Munition. Ich überlege gerade, wo ich pennen könnte. Hier gab es so einen Turm, genau. Dann gehen wir da hoch und pennen da. Weil die Müdigkeit ist leider sehr hoch und ja, dann können wir die Folge da beenden. Ist hier drin vielleicht noch? Mann. Solche Schränke sind halt auch für so Magazine prädestiniert. Nein, in dem Fall halt nicht. Gut. Wir kriegen auf den Turm und pennen da. Voraussetzt, die Tür ist offen. Ich habe schon mal erlebt, dass jemand auf dem Multiplayer-Server sich das hier als Basis gebaut hat. Keine gute Idee. Warum? Weil ja alle Leute zum Looten herkommen und die Basis sofort sehen. Und die dann direkt mitlooten, ne? Ist ja klar. Würde ich auch machen. Keine Skrupel. Ah, okay. Ja. Aufschließen. Öffnen. Warum stehen hier aufschließen? Kann ich nicht aufschließen? Aufschließen bräuchte ich einen Schlüssel. Ich werde mal so tun. So. Ist das schlau? Was passiert, wenn ich hier reinkriege? Ah ja. Ah ja, das geht. Okay. Bisschen Munition. Warte mal, was war da? Ah, auch nicht schlecht. So, und die nehmen wir natürlich auch mit. Sonst war nichts dabei. Okay, dann schlafen wir einfach auf dem Stuhl. Gut, Leute, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Zombies wollen unsere Gebeine fressen. Ja, bis dahin, macht's gut.